Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Shifting Worlds mit der wunderbaren Steffi. Yay! Wir gehen nach oben, Leute, heilen uns, gucken in der Arena, was für ein Typ ist, aber erstmal kommt ein Random Encounter. Natürlich. Oh, Snorlax, dieses, wo du mal meintest, das sieht aus wie. Nee, Mumfuck, so heißt das, Entschuldigung. Das aussieht wie Batman, meintest du? Ja. Das wird jetzt zu Relaxo. Mhm. Das sah aus wie Batman. Der sieht auch so ein bisschen mit diesen Ohren und so. Ich hoffe halt, ich kann jetzt. Oh nein, er heilt sich. Ich hoffe halt, ich kann jetzt mit Klopfern ein bisschen besser entkommen. Ich kann ja auch mal versuchen, gegen irgendjemanden zu kämpfen. Ja, wie gesagt, mal schauen, was wir da jetzt für einen Typ haben. Je nachdem müssen wir vielleicht auch unsere Duos durchwechseln. Ja, ich weiß ja nicht, vorher trainieren geht ja irgendwie auch schlecht, wenn wir nur die Aber eine es sind Folge ja ein paar Leute haben. Drin. Wie ein paar also Leute drin. In der Arena sind ja vorher Trainer, da kann man ja trainieren an denen. Ich werde jetzt hier einmal dieses Turtok fertig machen. Ja, ich mache auch gerade das Mumfuck so noch. Ich glaube nicht, dass es viel Erfahrung gibt, leider. Ja, ich hoffe mal, ein Turtok gibt vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Ein bisschen mehr Erfahrung. Alter, mach mich doch nicht fertig. Ich will dich doch nur besiegen. Ein Turtok müsste viel geben, weil das ja schon 3er-Entwicklung ist. Ja, der hat mich halt auf 4 KP runtergemacht. Oh, und mein Team ist kampfunfähig. Ich wollte doch nur einmal ein Pokémon besiegen. Und dann greift er halt jetzt beim 3. Mal vor mir an. Ach, sonst warst du immer? Ja, die ersten beiden Male habe ich jetzt immer als erstes und dann macht den Blubstrahl und ist zuerst damit dran. Macht mich natürlich fertig. Okay, ich wage mich mal in meine Arena, Steffi. Ich ja jetzt gleich auch. Ich glaube. Ah, ne, Buster ist hier gar nicht mehr, okay. Hä, warum ist Buster da nicht mehr? Konnte Weiß man ihn vorher nicht. Ansprechen? Hätten wir ihn Bestimmt. Ansprechen sollen? Nee, egal. Jetzt haben wir ein wunderschönes, intimes Gespräch mit ihm verpasst. Du hast den langen Weg vermieden? Mal sehen, wieso du das getan hast. Als ob ich hier den Trainern ausweiche. Ich will wissen, welchen Typ ich hier habe. Okay, er hat nur ein Pokémon. Tubutz. Sagt mir gerade gar nichts. LOL, der hat. LOL! Was denn? Der hat ein legendäres Pokémon einfach Was? Im Team. Kacke! Ich glaube, es ist aber Psycho. Hier, es ist Level 10 übrigens. Ja gut, du hast doch eh eine andere Arena, Steffi. Ja, ich sag ja trotzdem, ich will ja trotzdem wissen, was es für eins ist. Hiatran, Level 10. Feuerstahl. Ein legendäres Pokémon. Feuerstahl. Ah, du auch? Ja. Aber du kannst eine Kampfattacke, oder? Ich mache halt erstmal meine von Tränen. Das Problem ist halt, du weißt jetzt nicht, ob deine Arena Feuer oder Typ Stahl ist. Ja. 450 Erfahrungen gibt das Legendäre. Warum haben die Legendäre? Weiß ich nicht. Aber die Was können hast ja du auch, getan? Guck mal, die sind doch gerandomized. Die können halt mega schlecht sein. Tarnsteine. Ey, was lernst du denn alles für Attacken? Du bist ja wohl das geilste Pokémon, was ich hab. Ja, hoffentlich wird er mein Schicke wenigstens auch gut. Der hat 50, Und? Der hat 60. Jo, der hat fast einen One-Hit gemacht, war klar. Wer, du? Nein, der. Das Heatran an meinem Klopfer. Kannst du wenigstens mit der Vakuumwelle... Ich glaube nicht, dass das Klopfer das schaffen wird. Ich weiß nicht, wie ich sich wegtun soll. Ich nehme mal das Schwächere. Ich guck mal, ob Shigi jetzt noch irgendwie was schafft. Naja, Shigi trifft ja effektiv, wenigstens mit Wasser. Ja, aber er hat eine schlichte Attacke. Glaube ich vor. Aber er würde dann wenigstens alle Erfahrungspunkte bekommen, wenn er es schafft. Aber also er schaufelt Ginger, sich wieder ein. Ginger hat jetzt gerade übrigens nochmal eine Dingensattacke bekommen. Oh, da hätte ich vielleicht den Regentanz machen sollen, wenn ich das gewusst hätte. Stimmt, ja. Mache ich den jetzt einfach nochmal? Ja, komm. Na, jetzt kommt er wieder hoch. Ja, es ist doch egal. Ja, gut, das war jetzt doch eine dumme Idee. Ich hätte schon die Wasserattacke machen sollen. Und dann im nächsten Mal hätte ich das gemacht. Ja. Heatran. Aber wir halt einfach beide erstmal ein legendäres Pokémon haben. Als erstes in der Arena. Das ist echt krass. Also meiner ist halt der Psychotrainer. Das. Was denn? Der hat einen Schaden gemacht mit seinem Hitzekoller. Ach so.
Wie viel Schaden machst du an ihm? Das werde ich gleich sehen. Bleiben wir so oder wechseln wir das Duo? Ist halt die Frage. 1 KP. Es war 1 KP. Konnte Pi eine Kampfattacke? Ich glaube nicht. Muss ich leider mal gucken. Wer konnte denn die Kampfattacke? Dingens kann meine. Also Nidoran kann die Kampfattacke. Ah, Nidoran. Aber den hast du doch drin. Ja, der ist halt auch schnell down gegangen. Ach so, okay. Der hat ja auch einmal seine Kampfattacke machen können und danach war es vorbei für ihn. Mach schon mal den nächsten Trainer einfach. Ich werde jetzt hier das Ganze ein bisschen. Also, wir machen gegenseitig einen Schaden immer. Deswegen können wir es nicht mehr down. Außer er macht mich halt jetzt endlich mal down. Ich hab keine Aber Lust du hast mehr. Ja einen Trank notfalls noch. Ja, wofür? Dafür, dass ich hier die ganze Zeit mich runter. Ja, okay. Nur Trainer mit Siegermentalität können eine Pokémon-Angler herausfordern. Das ist halt echt demotivierend, weißt du, da. So schwache Attacken zu haben. Also meins ist definitiv die Psycho-Arena, der kommt jetzt mit Klingklim. Der hat 2 Pokémon, der nächste, da weißt du dann 100%, was für ein Arena-Typ das ist, Steffi. Mhm. Tarnsteine, ach komm, der hat eben 2 Pokémon. Es hat aufgehört zu regnen. Schade. Dann wird seine Attacke jetzt ein bisschen stärker wieder. Ja, er macht eh Schaufler. Zieht ja auch nur 10 ab. Ich kann nicht mal einen Volltreffer machen und 2 KP abziehen oder so. Das ist halt eine Wasserattacke, aber es macht halt einfach gar keinen Schaden. Ja, dadurch, dass er Stahl ist, triffst du auch nur neutral, oder? Ist nicht effektiv, ja. Oder? Nee, eigentlich steht da, es ist sehr effektiv. Achso, okay. Und verwechsel ich das wieder mal. Ein Volltreffer, oder? Das sah gerade aus wie ein Volltreffer. Das hat, glaube ich, 2 KP abgezogen. Okay. Bitte mach ihn nicht down. Ich hab dich fast getötet. Bitte, bitte, bitte. Ja, es war so klar. Er hat mit 1 KP überlebt. Der Gegner. Ja. Aber dann gewinnst du jetzt ja trotzdem gleich. Hä? Wann? Ne, in der nächsten Runde. Hä, warum das denn? Wenn der jetzt nur noch 1 KP hat? Ja, und meine Pokémon sind down. Ach, hast du doch nicht geheilt? Doch, klar habe ich geheilt. Soll ich denn ständig heilen oder was? Nach jeder Attacke? Dann kann ich auch nicht mehr angreifen. Ach so, ach, der macht so viel Schaden. Ja. Ah, okay, ich dachte, der macht auch immer nur also, 1 oder 2 an dir. Ja, der macht, wenn der Schaufler macht, zieht er halt über die Hälfte ab. Ich kann natürlich ständig heilen, aber irgendwie ist mir das zu blöd, um ehrlich zu sein. Ich würde nicht meine ganzen Tränke für jeden Trainer aufgeben, wenn ich so schwach bin. Ja gut, aber doch lieber einen Trank als die Hälfte deines Geldes. Also weil du verlierst ja jetzt immer Geld, wenn du in Ohnmacht fällst. Ja. Oder du musst alles halt erstmal ausgeben dann. Aber ein anderes Pokémon wird dir ja nicht helfen. Also Roserade ist ja Typ Dingens, Pflanze. Oder möchtest du auf Pi tauschen? Nee, es ist schon okay so. Das hat ja ein hohes Level, Pi. Bloß wegen Stahl. Ich weiß nicht, was Pi für Attacken kann. Vor allem normale Attacken. Ich weiß gar nicht, was die andere noch war. Die hatte 3 normale und dann noch irgendeine andere. Also ich muss jetzt nämlich nur noch den Arena-Leiter. Ich würde halt auf dich lieber warten wollen. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich das mit meinen Pokémon schnell machen soll. Es ist halt das Problem, dass das alles ein bisschen lange dauert mit meinen Pokémon. Aber Klopfer muss doch eigentlich sehr effektiv sein mit der Kampfattacke. Ist halt schwierig. Ich werd sehen. Ich mach wieder Hitzekoller. Das wird wieder eine Menge Schaden machen an Klopfer. Na, es geht. Mal nur 7 Schaden. Und wenn du dann diese Vakuumwelle oder wie das heißt, machst? Ja, mal gucken, vielleicht reicht's ja. Ja. Okay. Ich hab ihn geschafft. Okay. One-Hit jetzt, oder was? Nein. Also. Shigi hat vorgearbeitet. Ist jetzt auch Level 6. Ah, okay.
Psycho Plus hat er erlernt. Und ist Level 7 direkt. Wow, okay. Was da? Wer, Shiggy? Ja, der ist direkt auf Level 7. Psycho Plus ist halt leider keine Angriffsattacke. Das ist schade. Okay. Glaube ich. Ich glaube, das macht irgendwie nur Status oder so. Dann würde ich heilen gehen und dann kannst du ja mal gucken, was der andere, weil der andere hat zwei Pokémon. Ja. Ob das jetzt ein Stahltrainer ist, dann wäre Kampf halt gut oder Feuer, dann wäre ja Shiggy gut. Ja, Shiggy ist halt nicht gut, weil er keine gute Attacke hat. Ja, weil er keine geile Attacke hat. Das ist halt das Problem daran. Also in sich ist er ja vielleicht okay, aber seine Attacke ist halt schlecht. Und das ist halt schwer, ihn zu trainieren, wenn er so schnell down geht. Und das ist ja auch nicht unbedingt so, als könnte mein Nidoran jede Gegenattacke wegstecken, dass das kein Problem ist, wenn ich den einwechsle, weißt du? Ja. Das ist ja auch schwer, den zu trainieren. Ja, nee, den muss man lieber gegen die wilden Wände trainieren, glaube ich. So. Der hat wieder ein Heatran. Na, das sagt mir jetzt aber viel aus. Über den Typ. Das ist echt. Aber der ist nur Level 8. Vielleicht schaffe ich das ja besser. Hauptsache, der hat nicht jetzt zwei Heatran. Und er macht Steffi, Schaufel. Ey. Die legendäre Arena hier bei Steffi, ey. Jo. Er macht halt jetzt Schaufler. Wen hast du drin? Fred. Ich will ihn ja trainieren. Es ist halt so ätzend, dass man nicht sagen kann, ob es jetzt Stahl oder Feuer ist. Weil wenn es eine Stahlarena ist, ist es ja eh egal. Dann kannst du ja mit Klopfer da durchrushen einfach quasi. Mhm. Mit der Vakuumwelle. Bloß wenn der jetzt Schaufler kann, das ist halt heftig, weil... Ja. Das ist noch eine Bodenattacke, die ist effektiv gegen Klopfer. Ja, der macht ja auch enorm viel Schaden gegen Klopfer immer. Ich versuche halt mit Shiggy immer so viel wie möglich abzuziehen. Und dann mit ihm einfach einen One-Hit sozusagen. Genau. Ich meine, Fred muss ja auch ein bisschen was dafür leisten, für seine blöde Erfahrung. Also ich meine, ich kann echt nicht meckern. Ginger ist aktuell echt cool. Mit dem habe ich richtig Luck. Ich meine, du kommst ja auch relativ gut voran. Du bist ja immer nur durch mich aufgehalten. Sonst wär's ja schneller. Naja, aber am Anfang wurdest du auch durch mich aufgehalten, also es gleicht sich aus. Ja, aber nicht so sehr, glaube ich. Ja, aber guck mal, weil Ginger ist halt einfach so ein Lacker, weil er einfach vier unterschiedliche Typen hat. Elektro, Psycho, Eis und Stein. Wenn ich Glück habe, schaffe ich ihn sogar allein mit Shiggy. Aber okay. Sicher. Ich krieg Shiggy wieder 2-3 Level. Ich mach den jetzt, soweit ich kann, nur mit Shiggy, aber kann auch sein, dass er davon down geht, wenn ich. Dann musst du halt nur hoffen, dass es danach ein Stahltrainer ist, weil dann kannst du mit der Kampfattacke gut regeln. Wow, okay, das hat gar keinen Schaden mehr gemacht. Okay, dann muss ich jetzt wechseln. Der hat jetzt nur noch ein KP abgezogen, das nutzt, das bringt's ja nicht. Wie viel hat Shiggy noch? 8 hat er ja noch. Okay. Aber ich werde jetzt Klopfer einsetzen. Ja, ein KP die ganze Zeit machen, habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust drauf. Ich hätte ihn einfach hochgeheilt, dann macht er wieder mehr Schaden. Hitzekoller macht bei Klopfer nur einen Schaden. Echt? Ja, hat jetzt nur einen Schaden gemacht. Aber jetzt mache ich die Vakuumwelle und ist er down, dann ist das okay. Jetzt bin ich gespannt, was er noch hat. Schaut auf jeden Fall bei Steffi vorbei, Leute. Ich stehe eh nur vor der Arena. Ist total spannend. Ne, spannender als bei mir. Level 8 für Fred. Kriegt noch eins bestimmt. Nee. Aber Klopfer hat fast Level 11 erreicht. Was hast du jetzt? Es ist die Stahlarena. Tarnhehl. Tarnhehl. Okay. Ja, da musst du trotzdem mit Kampf probieren, auch wenn Tarnhehl halt Psycho hat, aber dann triffst du wenigstens neutral. Ja, aber auch fast ein One-Hit. Okay, oh, Hab ich den auch hinbekommen. Okay, also es ist eine Stahlarena. Mhm. Passt irgendwie auch zu Erzelingen, finde ich. Ja, stimmt. Oh. Besser als Psycho. Ja. Okay, von mir aus können wir uns an den Dingens wagen, wenn du möchtest. Ja, ich denke mal, ich werde auch meine beiden Pokémon so lassen. Das ist ja okay. Ich gehe einmal nochmal heilen und dann
probieren wir es. Ich habe notfalls noch meinen Käfer-Attacken, das heißt eigentlich auch kein Problem. Wir müssen dann gleich mal schauen, welches Duo wir mitnehmen wollen, weil wir sehen uns dann ja erstmal lange Zeit nicht. Oh. Ja, halt gucken. Ich würde die Starter gern eigentlich wieder mitnehmen. Ja, finde ich auch gut. Feind, ey, da steht er so. Weißt du, okay, bei dir passt das, weil er so ein Stahltrainer ist, so von der Arena her auch und mit seinem Helm und so. Bei mir Psycho, alles klar. Ich will mal wissen, ob ich nicht vielleicht doch lieber ein, zwei Tränke kaufen oder so. Dann ist das Geld nicht. Sein höchstes Pokémon ist halt Level 14, ne? Ja, wegen meinem Geld und so. Ich habe halt quasi. Hier, du könntest. Ey, guck doch mal. Guck doch mal, ob Shiggy Zertrümmerer lernen kann. Dann hat er auch eine Kampfattacke. Oh, das wäre eine Idee. Wer kann das bei mir eigentlich lernen? Okay, bei mir kann es keiner lernen, leider. Aber würde 40 Schaden machen bei mir, ich weiß ja nicht, bei dir. Können beide lernen. Dann lerne ich's Fred. Es ist ja eh eine VM. Kannst du ja unendlich oft machen. Ja. Aber die kannst du nicht verlernen, denk dran, ne? Ja. Ja, er hatte eh nur 3 Attacken bisher. Oder 2. Okay. Deswegen passt das ganz gut. Okay, dann. Wie viel Schaden macht das bei dir, Zertrümmerer? Achso, kann mal gucken. Ich hab nur einen Trank. Ich kauf mir auch lieber nochmal einen Trank. 60. Oh, 60, das ist nice. Kauf mir eben noch mal schnell einen Trank, Steffi. Okay, ich habe auch einen Trank gekauft. Jetzt habe ich noch 72 Pokédollar. Also viel kann ich nicht mehr verlieren. Ich habe noch ein bisschen Geld sogar. Hat aber auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 70, dass es trifft. Das hat immer. Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Aber dafür guten Schaden eigentlich auf dem Level. Aber dafür ist Fred jetzt auch Level 8 schon. Und ich meine, du hast ja eh dann noch Dingens in der Hinterhand. Okay. Klopfer. Okay, wollen wir ansprechen? Ja. Puh. Bist du das oder bin ich das? Willkommen! Dies ist die Arena von Erzelingen. Ich bin Weid, der Arenaleiter. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Stahl-Pokémon. Als Arenaleiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Okay, also ich glaube, ich sollte keine Probleme haben, weil ich habe noch Dummy Reflex. Irgendwie was von Dalo, finde ich, mit der gelben Brille. Oh, 3 Pokémon hat er sogar. Stolrak hat er. Bei mir fängt er mit Trassler an. Stolrak ist übrigens vierfach Schwächekampf. Dann gucken wir mal, was der Zertrümmerer so macht. Also wenn du den triffst, ist glaube ich Feierabend. Ich glaube, hier haue ich mal Attacke von Fred raus. Geht daneben. Fred enttäuscht uns doch nicht. Fred enttäuscht uns mal. Und wie viel macht die Lichtkanone? Oh, okay, nur 6 Schaden, das geht ja. Ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich hin. Okay, Konfusion macht und die Attacke von Fred geht wieder daneben. Eisenschein. Was ist los mit dem? Oh, 5 KP noch, komm schon. Drittes Meister Trümmerer. Oh, es trifft. Und ist tot wahrscheinlich der Gegner. Halbe KP. Ah, okay. Er hat ja keinen Vorteil durch Kampf und so, weißt du? Also ist ja nicht Kampf und Tod. Ja, okay, das schon, aber es ist halt echt eigentlich eine. Ich meine, es ist eine vielverschwächelte. Fred down. Kann sein, dass ich mehrere Anläufe brauche. Oh nein, der hat auch noch Tränke, der Boy. Das ist doch nicht sein Ernst. Vakuumwelle. Down. Donnerzahl. Wie Shiggy okay. Halt auch einfach keinerlei Erfahrung aus diesem Kampf jetzt mitnehmen wird. Achso, weil es down ist. Ja. Giftzahn erlernt. Und Tanheel. Kling, kling. Ja, ein süßes Buch. Ich habe jetzt ja 3 Giftattacken und eine Kampfattacke. Na gut, die Kampfattacke ist halt. Ich meine, Nidoran ist ja kein Kampftyp, weißt du? Deswegen ist es eigentlich schon cool, dass du die hast. Oh, und er setzt einen Trank ein. Mach doch einfach mal einen Volltreffer-Klopfer. Wie wär's denn damit?
Echoklinge. Und die Attacke daneben. Boah, der hat noch einen Trank. Was ist Lichtkanone vom Typ her? Ich glaube Stahl. Heilig oder greife ich an? Ich heile lieber. Ich heile sicher. Muss aufpassen, der kann sich auch heilen. Ja, hat sich schon einmal geheilt. Ah, okay. Okay, ich habe den zweiten Gegner jetzt geschafft. Jetzt kommt das Level 14er von ihm. Oh, Jirachi, der hat nochmal bei mir hat er nochmal ein legendäres am Start. Ein anderes legendäres. Tanya ist auch down bei mir. Ah, nice, dann bist du jetzt auch beim letzten, ne? Ja. Dann wäre gleich auf. Schilterus. Oh, er hat Dürre. Schilterus ist Stahlgestein, glaube ich, auch. Wieder vier Verstärker. Ah, das ist dieses. Okay. Okay, mal gucken, was die Vakuumwelle macht. Trifft. Sollte gut Level reinhauen. 14. Vier Fünftel Schaden gemacht. Das war ein Volltreffer? Okay, ich glaube, gegen den könnte ich ein bisschen jetzt Schwierigkeiten kriegen. Okay. Wie viel hast du abgezogen? Viertel? Vier Fünftel. Also ein Fünftel. Oh, also fast ein One-Hit. Genau. Siehst du, dann schaffst du den jetzt schneller als ich. Keine Chance, hast du nicht gewonnen. Außer er sitzt einen... Nein? Okay, dann ist er da. Hat er noch einen Trank? Nee. Ich hab ihn besiegt! Woo! Ich hab den Arena-Leiter vor dir gemacht, und das, obwohl ich nicht so langsam war. Aber auch nur, weil du auf mich gewartet hast. Ja, okay, aber ist auch cooler, wenn man den zusammen macht, finde ich. Level 13 erreicht. Cool. Zweimal noch einen Donnerzahn, dann sollte ich ihn auch haben. Was? Das darf nicht wahr sein. Mein durchtrainiertes Pokémon. 1680 Pokédollar. Immer gerne. Yeah, hey. Soll ich dir mal vorlesen oder warten? Ah, warte ruhig. Ich glaube, ich brauche nur noch zwei Attacken. Okay. Schade, dass Shiggy halt überhaupt keine Erfahrung davon bekommen hat. Okay. Ginger wurde gerade besiegt. Das kam aber sehr unerwartet, muss ich sagen. Er hat mich gerade mit, also über die Hälfte abgezogen mit einer Psycho-Attacke, obwohl ich auch Typ Psycho bin. Ne? Na, halt eine starke Psycho-Attacke dann. Jetzt kommt Damhirplex. Damhirplex ist halt so, nee. Aber immerhin, er kann halt eine Käfer-Attacke durch Zufall und dadurch kann ich ihn halt jetzt besiegen wahrscheinlich, weil Käfer ist effektiv. Das wird halt echt super, dann gleich auszuwählen, welche Teams wir behalten wollen, weil du magst das Dingens, das Psycho-Dingens. Ich mag Shiggy dafür nicht, dafür mag ich meinen Nidoran. Aber du Damhirplex nicht. Das wird toll. Okay, Trumpfkarte. Ich habe leider auch keinen Beleber, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ich mache auf einmal keinen Schaden mehr gegen das Viech. Ich weiß nicht warum. Okay. Zornklinge Spam. Aber ich werde heilen müssen. Ich mache mal viel Länder, solange noch. Also jetzt senkt er meine Spezialverteidigung auch noch. Das ist auch immer echt uncool. Also ich brauche noch zwei Attacken mindestens. Und muss halt hoffen, dass ich nichts aufs Maul kriege. Aber er macht wieder Barriere, weißt du? Er pusht halt seine Verteidigung und alles auch mega. Okay, bitte heil dich jetzt nicht, dann raste ich aus. Und bitte One-Hitte meins jetzt nicht. Ne, er macht Barriere, das müsste es jetzt gewesen sein, wenn ich treffe. Oh, Level up für Bambi. 600 Erfahrung hat das gebracht gerade. Ich genieße die schöne Pokémon-Musik. Yay, okay, ich habe ihn auch besiegt. Bis wo warst du? Ach, da, mit dem durchtrainierten Pokémon, bla bla. Und jetzt hier bist du, ne? Genau, ich stehe vor ihm halt. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Felsenhart, du bist stark und ich war schwach, so ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden als Beweis, dass du mich besiegt hast. Dies ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. Komisch, bei einer Psycho-Arena den Kohleorden. Der Kohleorden erlaubt es, deinem Pokémon die versteckte Maschine Zertrümmerer auch außerhalb des Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. TM76. Okay, mal gucken, was das jetzt ist.
Tarnsteine. Nee, nee, das ist nicht Tarnsteine. Achso, okay. Vielleicht ist es ja eine Wasserattacke, das wäre cool. Patronenhieb. Achso, du hast das andere jetzt einfach alles übersprungen. Okay. Hä, da stand doch sonst nichts mehr. Dachte, du liest ihn noch vor. Hey, warum, wenn das eh nicht mehr die TM ist, dann lese ich das doch nicht vor. Mehr hat er doch gar nicht erzählt. Weiß ich nicht, bei mir kamen noch 3-4 Sachen oder so. Ja, der hat doch nur über die TM geredet, dachte ich. Energieball. Oh, eine Stahlattacke ist das. Ich habe Energieball. Das ist eine Pflanzenattacke. Stärke 60. Können naja, beide so meiner Pokémon nicht lernen, die Stahlattacke. Energieball kann auch keiner lernen. Okay, dann gehen wir jetzt ins Pokécenter, heilen und überlegen uns halt, genau, was wir machen. Also die Starter auf jeden Fall mitnehmen, oder? Würde ich sagen. Starter sind, ja, ich finde das eigentlich cool. Also die magst du ja wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja, sonst hätte ich den ja eh nicht gewählt. Nein, ich meine halt auch, wie der stark ist, also von der Stärke her und sowas. Naja, ist halt bei mir nur Level 9, ne? Also ist mit mein schlechtestes Pokémon aktuell, weil wir es ja rausnehmen mussten, weil der Ding jetzt ja hatzt. Also ich würde ja idealerweise am liebsten Klopfer und meinen Starter mitnehmen. Aber ich denke mal, damit wärst du nicht so zufrieden. Problem ist halt, wenn ich Dammhirplex mitnehme, das wird sich halt nicht mehr entwickeln, ne? Also das wäre halt ein totes Pokémon irgendwo für mich mit der Zeit. Mhm. Bloß wenn du halt, wenn... Wir haben ja nicht viele Alternativen. Also Mauzi fällt eh flach, weil du hast schon normal Pokémon. Genau, Mauzi geht nicht. Welches hast du? Also das heißt, du kannst Dammhirplex, Pantimimi oder Lepumentas. Ja, aber das würde ich nicht machen wegen Roserade allein schon. Also aber, da, ja. Die entwickelt sich auch, ja auch nicht mehr. Du musst aber auch an dich denken, ne? Also, ja, aber also, der beste Kompromiss wäre einfach Shigi und Pantimimi. Ja, würde ich auch sagen. Weil dein Shigi entwickelt sich wenigstens noch zweimal und das kriegt dann ja nochmal ordentlich Status drauf. Ja. Würde ich auch sagen. Auch wenn ich... Nidoran ist auch nicht schlecht, aber dass er halt genau mit Dammhirplex verbunden ist. Ja, das ist halt das Problem an dem Projekt, ne? Dass man die halt nicht einzeln auswählen kann. Wen habe ich denn jetzt drin? Ach, ich habe Pantimimi und Selma. Ja, passt ja sogar. Genau. Tausch die nochmal um. Achso, geht gar nicht. Ja, ich muss echt den Starter leveln. Krass, mein Starter ist nur Level 9. Fred ist Level 8, Patty ist Level 13. Und wie ist denn Pantimimi? Der ist, glaube ich, 13 gewesen. Ja, siehst du, dann sind die ja einfach nur umgekehrt. Genau, umgekehrt, ja. Ich habe ja ein bisschen eine Bodenattacke und 3 Normalattacken mit Patty. Ah, okay, eine Boden. Ach stimmt, das Steingrab oder was das war, ne? Ich finde, ich habe voll die Kack-Attacken. Ich habe halt Raserei, 55 Schaden, 95 Genauigkeit, Hyperzahn. Aber die wird immer stärker, oder nicht? Ja, Hyperzahn, 55 Schaden, 90 Genauigkeit. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Gigastoß, 50 Schaden, 95 Genauigkeit. Also ich brauche die eigentlich gar nicht alle unbedingt. Ich kann ja mal gucken, ob irgendeine TM noch... Stimmt, warte mal, ich muss auch mal gucken. Kann die eine Stahlattacke lernen? Das wäre irgendwie geil. Energieball müsste meiner eigentlich lernen können. Ja, Selma kann's, weil es ja eine Pflanzen-Pokémon ist. Ja, Patronenhieb kann sie leider nicht lernen. Stärke 60. Ich also überlege tatsächlich, muss ich das aufladen oder nicht? Ich weiß es nicht, sonst mache ich es nächste Folge. Zertrümmerer, kann das irgendjemand? Weil wir werden Zertrümmerer bald brauchen, ist das Problem, ne? Mhm. Ja, mein Shigi kann es schon. Dann muss ich mir wahrscheinlich einen Knecht mitnehmen. Okay. Okay, Leute. Ja, ihr könnt ja mal vorbeischauen, was für ein Arena-Typ die anderen beiden so hatten. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ja. Und schaut auf jeden Fall euch die Folgen da an. Ab morgen nehme ich dann mit Tobi auf und Steffi nimmt mit Goro auf. Das heißt, wir splitten uns auf, die Welten haben sich verschoben und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid. Aber wir nehmen unsere Pokémon trotzdem mit und genau, im Herzen also dieses bleiben sie Team, noch verbunden. Wir dürfen jetzt die beiden Pokémon müssen wir jetzt mitschleppen, quasi, bis wir uns nach dem Fanorden oder so wiedersehen. Ja. Also die nächsten. Ja, genau. Also jetzt werden zwei Orden gemacht, der Waldorden und der Bergorden. Und dann sehen wir uns erst wieder. Und dann dürfen wir erst diese Teams wieder tauschen, aber habt ihr eh schon gerafft. Ja, wir haben wieder eine halbe Stunde übrigens voll, Chris. Yay, halbe Stunden Folgen. Längsten Parts bei uns. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr halbe Stunden Folgen mögt. Yay, und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr Steffi und mich mögt. Yay. Yay, also kriegen wir keine Daumen. Verdammt.
Okay, Leute, also vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und denkt dran, dass ihr jetzt immer dann eure Sehgewohnheiten so ein bisschen anpassen müsst. Ihr müsst jetzt Steffis und Goros Folge gleichzeitig schauen und meine und Tobis. Aber kriegt ihr hin, glaube ich. Wird lustig. Wird geil. Ja. Okay, dann sehen wir uns in, weiß ich nicht, wie viele Folgen wieder. Ciao, Steffi. Ciao, Grants.